Hallo zusammen, im heutigen Video geht es um die drei Aggregatzustände, die wir auch schon besprochen haben. Die drei Aggregatzustände sind nochmal folgende. Wir haben einmal fest, wir haben flüssig und wir haben gasförmig. Das sind die drei Aggregatzustände, die wir haben und die wir uns jetzt heute nochmal genauer anschauen. Ich starte mal mit dem festen Stoff, mit den Eigenschaften nochmal. Wir haben hier eine sehr starke Packung, das heißt, die Teilchen sind sehr, sehr eng aneinander. Sie haben kaum Bewegung, minimal zittern sie etwas. Und sie haben untereinander eine sehr starke Anziehungskraft, also die Teilchen ziehen sich gegenseitig sehr, sehr stark an. Daher braucht ein Feststoff meistens weniger Platz wie ein flüssiger oder gasförmiger Stoff. Auch hier gibt es Ausnahmen, zum Beispiel Wasser, das ist aber ein Sonderfall. Im Normalfall ist es immer so, dass wir am wenigsten Platz bei den Feststoffen brauchen. Dann kommen wir zum flüssigen Aggregatzustand. Hier ist es so, dass die Teilchen doch deutlich weiter auseinander sind wie bei den Feststoffen. Sie beginnen sich auch schon zu bewegen. Also sie fangen an rumzuflitzen, sich einfach in Bewegung zu bringen. Dabei haben sie nur noch eine mittlere bis geringe Anziehungskraft untereinander, wodurch sie aufgrund der Bewegung und der geringeren Anziehungskraft einfach mehr Platz brauchen. Nun kommen wir zum letzten Aggregatzustand, dem gasförmigen Aggregatzustand. Hier brauchen die Teilchen sehr viel Platz. Das kommt daher, da sie eine sehr große, sehr viel Bewegung haben, das heißt, sie bewegen sich wirklich sehr stark und untereinander fast keine Anziehung haben. Sie haben eine leichte Anziehung, eine ganz minimale Anziehung, aber die ist wirklich sehr, sehr gering. Deswegen brauchen die sehr viel Platz und verbreiten sich sehr schnell. In diesem Reagenzglas habe ich jetzt Paraffin, das ist Kerzenwachs, in fester Form. Das heißt, wir haben jetzt eine sehr starke Anziehungskraft, wenig Bewegung und deswegen braucht Wachs relativ wenig Platz. Das markiere ich mir jetzt einmal ganz kurz, wie viel Wachs ich hier drin habe. Der rote Strich markiert mir jetzt, wie viel Wachs im Festzustand ich hier drin habe, wie viel Platz dieses Wachs einnimmt. Nun werde ich das Wachs gleich erhitzen und erstmal in den flüssigen Zustand überführen. Ihr seht schon, Wachs beginnt sehr schnell zu schmelzen. Was man nun schon sehen kann, das Wachs ist geschmolzen und wir sind jetzt etwas über dem roten Strich schon. Wenn ich das Ganze jetzt weiter erwärme, muss ich etwas vorsichtig sein, denn Paraffin, Kerzenwachs beginnt sehr leicht zu brennen. Jetzt kann man schön sehen, dass das Wachs gasförmig wird und auch beginnt aufzusteigen. Der weiße Rauch, der weiße Dampf, der hier aufsteigt, ist jetzt Paraffindampf, Wachsdampf. Das heißt, wir sind jetzt an dem Bereich, wo das Wachs wirklich am meisten Platz braucht. Wenn ich das jetzt weiter erhitzen würde, würde das komplette Glas irgendwann leer sein, weil das ganze Paraffin irgendwann dann verdampft ist und in die Umgebung übergegangen. Das ist der dritte Aggregatzustand, wo man sehen kann, wie viel Platz der jetzt braucht. Das war's jetzt zu den drei Aggregatzuständen, fest, flüssig, gasförmig, die Theorie ganz am Anfang und mit Paraffin, mit Kerzenwachs habe ich euch nochmal gezeigt,
wie die drei verschiedenen Stufen aussehen und wie unterschiedlich doch auch wirklich der Platzbedarf ist. Fest wenig Platz, flüssig braucht mehr Platz, gasförmig sehr viel Platz. Das hat einfach mit der Anziehungskraft und der Bewegung der Teilchen zu tun. Jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.